Und es, obwohl es aussieht wie jedes andere Level, ist plötzlich so eine Lava Cave. Kann da auch hoch? Oh, das gemeint, ich sehe auch gar nicht. Obwohl doch, wenn er da hochfährt. Dann sehe ich, wann er wieder da ist. Da unten ist wahrscheinlich nichts, oder? Ach, die töte ich jetzt einfach mal. Oder einen von denen. Oh, die Musik ist aus Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Die Lava, ja, da wo man im Vulkan ist. Habe ich aber auch erstmal überhaupt nicht erkannt. Ich sag's manchmal, ist ja wie Custom Music, kennt man manchmal gar nicht auf Anhieb. Ja, okay. Also wie gesagt, ich bin ja immer noch am gucken, ob es hier Secret Exits gibt. Ich bin mir in der Sache... Wow, wow, wow. Ah, ja, es muss ja wohl. Ich meine, hier war ein Schlüsselloch. Das muss ich auch, schon nach einem Schlüssel halten. Mal sehen, vielleicht werde ich doch mal ausnahmsweise fündig. Oh, okay. Hier vielleicht einer von denen. Ja. Seht ihr, und da haben wir auch schon dieses Secret Exit gelöst. Ich meine, wenn, dann kann es ja nicht so schwer sein. Ich meine, ich finde die ja im Durchschnitt schon. Okay, das war jetzt komisch. Ich dachte, da wäre auch Boden gewesen. Ja, mal ja, mal nein, keine Ahnung. Okay, und das führt mich zum Blue Switch. Ja. Muss ich den jetzt drücken oder besser nicht? Achso, wahrscheinlich dann so und dann kann ich hier oben rum abstauben. Ui, ganz toll, interessiert mich nicht. Renne einfach durch und dann habe ich den. So macht man das ganz einfach. Jetzt habe ich blau. Speichern und dann... Der wird ja gar nicht durchgedrückt danach. Eine Schande. Mache ich das Level hier nochmal. Also wir wissen, das hat auf jeden Fall ein Secret Exit. Das ist ganz komisch irgendwie. Also entweder bin ich richtig blöd und finde zweimal gar nichts. Oder irgendwas ist da an der Sache richtig faul. Und das Ding fährt hier vor mir her, der gute alte Pilz. Ist schneller als dieses Skelettdinger, auf den ich rumfahre. Ey! Ey! Nein, nein, wenn ich einen Spinjump mache, dann heißt das, ich springe auf ihn, nicht er auf mich. So. Oh, der Pilz kommt netterweise sogar zurück zu mir. Boah, irgendwie sind hier echt eine Menge Sprite Limitations unterwegs. Zusätzlich zu den HDMI-Effekten im Hintergrund. Ja. Was gibt es so zu erzählen bei so einer Fahrt über die Lava? Ich finde, das sind immer echt langweilige Parts. Aber solange es vorbei ist, man wieder normal weiterlaufen kann. Und es direkt weitergeht dann zur nächsten. Ja. Ne? Und so. Alles klar. Wow. Alles klar. Weiter. Ey, oh cool, das Ding versenkt einfach, wo ich es gar nicht mal losgelassen habe. Wahrscheinlich, weil es mit Lava in Kontakt kam oder so. Ist es einfach untergegangen. Da, Mann, wieso passiert das immer? Ich springe da auf den drauf. Oh, geil. Oh, geil, das ist mal ein Luxus. Und das wäre geknackt und ab ins nächste. Mega Man! Snakemans Musik. Wunderschön. Was haben wir hier drin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war ein Pilz. Und wir hauen den hier einfach mal kaputt. Snakeman, die Bitch. Die machen wir jetzt fertig. Aber ich glaube, Snakeman kommt hier leider gar nicht erst vor. Oh Gott, es gibt kein geileres Lied als dieses. Habe ich immer... Ach ja, ich habe immer gesagt, das von Donkey Kong wäre das Beste, ne? Ich habe gelogen. Das Lied ist nämlich...
das Beste. Und ich knall hier einfach mal in den Boden rein. Soll das so? Ach so, hier kracht man mal öfter mal durch. Okay. Okay, alles geht kaputt. Einfach nur schön. Gott, wer ist denn dafür zuständig, immer so schöne Musik zu machen? Moment. Ein bisschen verdächtig ist das ja schon. Okay, jetzt müssen wir leider spulen. Leider, leider. Gib mir eins davon. Ich will nämlich gucken. Hier drin ist nichts. Okay. Hätte sein können, dass hier vielleicht ein Schlüssel oder sowas ist. Ich muss dem auf Nummer sicher gehen. So, jetzt hier schnell durch. Und da, das ist ein Was? Wo bin ich denn überhaupt? Ich sehe ja gar nichts. Okay, was habe ich dir erzählt? Nächstes Mal, hältst du den Jump-Knopf, während du da durchläufst, durch die Blöcke. Was? Hier ist ein Schlüsselloch. Okay. Okay, es muss ein Secret Exit doch geben. Es muss in allen Leveln doch einen geben. Und ich verpasse die einfach nur. Hier läuft doch voll was schief. Ich sag's euch. Aber wo haben wir denn Schlüssel? Ah! Ach so. Okay. Ach so, das war dann... Ja, okay, ich hab verstanden. Ich muss sie gedrückt halten, natürlich. Ah, leck mich. Egal, ich gehe jetzt nochmal da hoch. So, gedrückt halten. Und dann bin ich hier. Hier haben wir einen Schlüssel. Alles klar. Ist doch gar nicht schwer. Ich weiß nicht, was mit den anderen beiden Levels geht. Was? Moment, 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 Moment. Es passiert gar nichts auf der Overworld. Also kein Event. Irgendwas. Komisch. Egal. Weil das Level so geil war, müssen wir es gleich noch einmal spielen. Und die Musik, die genießen wir einfach, weil wir so Genießer von der Musik sind und kriegen zwei Pilze auf einmal und holen uns den dritten. Haben wir dieses volles Leben. Und den Dingern weichern wir aus, weil was, wir kein Deutschköne. Und rennen hier einfach über die Stacheln, weil wir Männer sind. Ja, Mario besteht aus mehreren Männern und stirbt. Aber ich bin gerade zu faul und drücke den Rewind-Knopf. Weil ich gerade Bock drauf habe. Und hier kracht jetzt gleich alles ein. Das spoiler ich euch schon mal richtig hart. Aber wir wollen hier hoch. Scheiß auf die Goombas. Wir töten sie. Und haben auch... Oh, fuck. Egal. Hier hätten wir eh lang gemusst. Also war schon richtig absichtlich und so. Also weiter, 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 weiter. Hoch, 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 hoch. Und gedrückt halten. Und laber mich nicht voll. Da ist der Schlüssel. Den wollen wir aber nicht. Wir wollen nämlich hier weiter. Ohne Rücksicht auf Verluste. Nein. Oh Gott, der Letzte muss mich natürlich auf einmal aufhalten. Da, ich sag's schon wieder. Der Letzte ist irgendwie komisch. Ey. Komm, es ist nicht schwer. Ich drück... Okay, ich muss schon den Rechtsknopf drücken. Ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade... Ob ich das gerade bin, der ich so anstelle oder das Spiel. Aber irgendwie kurz vorm Ende immer passiert irgendwas Dummes. So, geht doch. Und hier und da und danke und... Ah, scheiße. Da darf ich ja gar nicht drauf landen. Gott, wie ich das vergessen habe. Oh, 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 Moment. Die Challenge nehme ich an. Okay. Ist ja eigentlich nichts. Übles dabei passiert. Genau wie hier. Und hier rüber und da drin ist nichts. Aber ein kleines Souvenir muss doch immer sein. Und das Level wäre geschafft. Und auch hier passiert gar nichts auf der... Was passiert denn hier überhaupt alles? Ich finde das so komisch. Ich weiß gar nicht, ob die Secret Exit überhaupt dafür sind, um gemacht zu werden. Wer weiß. Egal, Fortress. Und wieder die Musik. Hier war mittlerweile wissen noch die zweitbeste Musik in diesem Spiel. Was, das kracht doch hier alles ein. Okay. Okay, durchrennen. Bis zu einem gewissen Punkt. Scheiße. Warte, da will ich... Wo will ich denn jetzt eigentlich lang? Ich denke, da oben wartet was ganz Cooles auf mich. Ach so, nur eine Yoshi-Münze. Oh, wie awesome. Eine Yoshi-Münze. Moment. Schieß mal, hallo. Danke. Ach so, da ist Boden. Oh, ich dachte, als die Lava, die mir die Haut auf von mir runterreißt und dann... Ist es gar nicht der Fall. Und da haben wir schon einen Boss, oder was? Nee. Ach so, so ein Raum.
der mich fährt. Also ein Aufzug. Ein ganz netter Aufzug, der ständig... Oh ja. Ganz netter Aufzug. Mit Stacheln und Bullet Bills. Aber hier kann man Punkte farmen. Ich meine, Punkte sind auch sehr relevant im Mario-Spiel. Okay, etwas vorsichtig. Jo, sollte nicht klar gehen. Boah, wie nah ich an den Stacheln bin. Oh, Seitenwechsel. Ah, fuck. Boah, das wollte ich noch schön ausnutzen. Ist wohl nichts mehr draus geworden. Ach du Scheiße. Das geht's ja aber mal ab. Und schnell nach da. Und schnell wieder nach da. Ich bin vorbereitet. Scheiße, oh Gott, ich sterbe gleich. Ah, was ist das? Das ist hier einfach mal so ein random Teil. Oh nein, mit solchen fiesen Sackgassen. Oh, das wird mich noch in den Tod stoßen. Ich sehe es kommen. Welche Seite? Ich nehme links. Rechts ist bestimmt der super Bonus. Ja, ich wusste es. Nein, das ist aber unfair. Das ist immer so. Ratespielchen hier. Sonst noch was? Außer Zufallsstacheln. Na komm, Tür, los. War zwar ganz lustig, aber langsam. Na. Das hört sich an wie Furzgeräusche im Hintergrund. Okay, jetzt nicht mehr, aber eben klang das sehr nach Furzgeräuschen. Das ist... oh Gott, wann schießt der? Oh, das ist jetzt abartig schwer. Die Sache ist hier, man darf ja auf den Stacheln auch nicht draufstehen, weil davon stirbt Mario ja auch schon. Hier, ich kann es euch demonstrieren. Da. Mario, selbst obwohl die Seite glatt ist und nicht schmerzhaft, Mario findet es genauso schlimm. Wie die Stacheln selbst. Jetzt aber komm, die Zeit geht mir gleich aus, obwohl ich schon so durchgerusht bin. Tür, ja, Tür zum Boss. Ja. Ach gut, die Zeit hat sich... Oh Gott. Das ist unfair. Das ist unfair. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Nicht. Cool. Ich dachte, die eine Pflanze kommt da jederzeit wieder raus und würde mich einfach essen. Okay, jetzt stehe ich doch echt vorm Rätsel. Wo zur Hölle bin ich hier? So, ich muss in einem dieser beiden Levels ein Secret Exit finden. Dieses Fortress bringt mich nirgendwo hin. Was mache ich dann beim nächsten Mal? Ich werde jetzt nicht nochmal in die Levels reingehen und da drin suchen. Wünsche mir Glück. Bis dann.